Synagoge. Also, typisch DDR. Wollen wir jetzt mal ehrlich sein. Führung am Freitagabend. Das hat sich allerdings nur um die Neustadt gelegt. Auf ihrer Seite drüben in der Neustadt gab es das nämlich in der Altstadt. Und dieses Festungsgewerke wurde in der Zeit von 1809 bis 1829 weggenommen. Das war die Zeit entweder nachgebaut, aber wenn sie natürlich in dann später im Alter unbedingt auf dem Neumarkt wohnen wollen, kann sie das nur empfehlen, haben sie erstmal 1809 abgelocken geläutert. Bettina herrschten insgesamt 829 Jahre am Stück. Das war eine der längsten Lebensjahre. 10.000 Taler. Am Ende hat der Spaß 60.000 gekostet. Ist ja heute auch nicht anders. Ja, genau. Und bevor er angefangen hat, überhaupt das zu erleben, ein Tagemälde des Herrn Mengs. Unser Hotel. Wenn man sich vorstellt, dass hier zu DDR-Zeiten nur eine einzige Mauer stand, jeder nach dem Alter so zweijähriges Sie mitkommen, gerade aus dem Schiff. Das ist ganz viel besser da. Neun. Herr Manfred hat schon. Naja, die ist ja auch schon mehrfach um. Ja, die ist natürlich. Hallo. Dresden am Morgen. Because monarchs all over Germany had to abdicate. Wenn Sie nach vorn schauen, erblicken Sie schon den zweiten Wagen, der ins Tal fährt. Die Fahrzeuge sind durch ein 580 Meter. Nein, das war eine Salbe. Der Eröffnung seines Sanatoriums führte Dr. Fotografie. Stoßen wir jetzt zusammen, Ferdinand, oder nicht? Nee, die beiden Seiten, wie die nebeneinander liegen. Sie ist ja jetzt hier auch. Als Rauch, ein Rauch. Manfred von Ardenne, den ehemaligen Chorbrauch am Rande der Dresdner Heide. Da hinten ist die neue Brücke, nicht? Das ist das inkriminierte Objekt. Etwas stimmt nicht heute. Ja, überhaupt. Ja. Der hatte mal irgendwann auf meinen AB gesprochen, total auf mein Handy gesprochen, da dachte ich, ich bin selbst. Die Sprache ist auch ähnlich. Nein, das.
hier, ne? Ja. Aber was habt ihr denn da? Wunderbar. Besichtigung von Schloss Wackerbarth. Das könnt ihr einstecken. Ich glaube, das müssen wir gleich abgeben. Du sogar aus Polen. Ich bin ursprünglich aus Polen, Dzień dobry. Ja, Polen reizt und erreicht. Ne? Hat sehr leidvoll feststellen müssen. Gegründet ist dieses Weingut an sich für den Grafen Wackerbarth 1709.